Ja, guten Morgen Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier ganz in der Nähe von zu Hause und schaut mal, was für ein wunderschöner Morgen. Ballen, Sonnenaufgang und Nebel. Also mit Nebel hätte ich heute nicht gerechnet. Es ist richtig schön warm. Und leider bin ich hier an einer relativ befahrenen Straße. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich hören könnt. Ja, wir haben heute einen wunderschönen Sonnenaufgang, wie ihr seht. Und den möchte ich heute fotografieren. Nebel hat mir die Natur geschenkt. Und ich habe die letzten Ballen. Ich bin relativ spät im Jahr. Also ich bin jetzt schon hier im August. Es liegen immer noch Ballen, Gott sei Dank. Und ja, ich würde jetzt erstmal vorgehen, aufbauen und dann sehen wir weiter. So, ich habe jetzt hier mein Bild ausgerichtet, ungefähr ganz grob. Ich bin jetzt relativ nah hier an den Ballen dran gegangen und ja, der Himmel, der ist so ein bisschen am Horizont, ein bisschen diesig. Da hinten sehe ich sogar ein bisschen Himmelsröte und ja, ich zeige euch jetzt mal hier, wie ich das ganze Bild einrichte. Und zwar filme ich dazu mal hier mein Kameradisplay ab. Ja, und wie ihr seht, habe ich jetzt hier den Ballen relativ präsent in den Vordergrund genommen. Ich tue das Ganze noch ein bisschen gerade ausrichten. So, ich habe den Ballen relativ präsent im Vordergrund genommen. Zwei Drittel des Bildes sind Vordergrund und ein Drittel sind dann Himmel. Das mache ich aus dem Grund, weil heute der Himmel relativ unspektakulär ist und so, ja, schön hier trotzdem noch Himmel sichtbar ist und der Ballen. Und sieht meiner Meinung nach richtig gut aus. Den Ballen so ein bisschen seitlich genommen, wie ihr hier seht. Hier so ein bisschen, dass man was von dem Ballen sieht. Und ich stelle das Ganze jetzt ein auf Blende 8. So, zeig mir noch das Histogramm an. Und habe jetzt schon in weiser Voraussicht den 0,9 Medium eingelegt. Und ISO 100. Ich werde die Belichtung jetzt so setzen, dass die Tiefen nicht absaufen und schiebe jetzt ganz langsam meinen Mediumfilter runter, so lange, bis das Ganze mir hier oben passt. So, jetzt ist alles im Bild gut ausbeleuchtet. Man sieht genug vom Himmel, man sieht genug von den Tiefen und den Verlauf da im Ballen, den mache ich dann nachträglich in Photoshop raus. Das ist überhaupt kein Thema. Werde jetzt hier auf den Ballen fokussieren. Ja, und jetzt mache ich schon mal ein Bild. Dann warte ich auf die Sonne und schau mal, was das Ganze mir hier so für schöne Bilder bereitet. Ja, und ihr kennt mich ja, ich muss ja auch immer im Hochkant fotografieren, aber das hier ist relativ tricky. Also ich habe jetzt hier erstmal, habe ich hier mein Stativ so ein bisschen zusammengeklappt und so komisch hingestellt. Das hält aber auch ganz gut, muss ich sagen, dass ich einfach ein bisschen höher komme über den Ballen. Und wie ihr jetzt seht, habe ich hier den Ballen auch wieder im Vordergrund, allerdings diesmal mittig. Und ich habe relativ viel Himmel, obwohl der Himmel sehr unspektakulär ist, habe ich jetzt hier relativ viel Himmel, also mehr als ein Drittel Himmel. Das soll mich jetzt aber nicht davon abhalten, das Bild trotzdem zu machen, ist ja egal. Habe auf jeden Fall so, dass man hier die anderen Ballen auch noch sieht, das ist ganz, ganz wichtig. Und den Ballen schön präsent im Vordergrund, nicht zu abgeschnitten, ein bisschen Luft zum
zum unteren Rand des Bildes. Und ja, das Bild mache ich jetzt auch. Sonne ist immer noch nicht da, Nebel ist immer noch da. Sehr, sehr geil. Ich bin sehr happy. Und ja. Ja Leute, ich bin hier immer noch da, warte jetzt auf die Sonne und wie ihr seht, kommt die Sonne jetzt schön raus. Der Nebel ist aufgezogen und die ist jetzt so ein richtig schöner Ball. Ich mache jetzt natürlich wieder Hochkant- und Querformatfotos, bin jetzt immer noch bei Blende 8 ISO 100, habe noch einen Mediumfilter drauf und die Sonne ist jetzt so ein richtig schöner, fetter Ball. Der sieht sowas von gut aus, der Nebel ist schön aufgezogen, also das sieht sowas von geil aus. Ich liebe solche Morgende, das ist sowas von schön. Ich werde jetzt auf jeden Fall sehr viel unterbelichten, damit mir die Sonne noch so schön als richtig großen Ball sieht. Und ja, habe gerade eben auch schon eine interessante Aufnahme mit der Drohne gemacht. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Geht jetzt nochmal ins Querformat. Und ja, was soll ich sagen, richtig schöner, geiler Morgen. Ja, was ich jetzt auch mal probiert habe, ist den Ballen ins rechte Drittel zu setzen und die Sonne ins linke, quasi genau auf den Kreuzungspunkt. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und dann sieht man noch mehr ein bisschen von dem seitlichen Ballen, von der Struktur des gerollten Heus. Und das gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Nee, sieht echt top aus. Ich bin sehr zufrieden. Macht sich gut. Ja, ich habe jetzt hier auch noch eine andere Perspektive genommen. Ich habe nochmal zwei Ballen genommen,
wo nochmal ein anderer Ballen näher an meinem eigentlichen Fotoballen war. Das sah auch sehr, sehr gut aus. Und ich bin echt beeindruckt über diese Nebelstimmung. Also das sieht sowas von geil aus. Man möchte eigentlich nicht, dass der morgen rumgeht. Aber ja, die Sonne ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen zu hoch. Ist ein wunderschönes Bild. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe generell noch nie Ballen im Nebel fotografiert. Also ist echt happy, dass ich das auch mal geschafft habe. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn der Nebel noch näher bei mir gewesen wäre. Aber man kann ja auch nie alles haben. Das ist schon echt gut, so wie es war. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die letzten Bilder an. Und dann war es das für heute. Ja, das war es jetzt hier von meinem Fototrip hier in die 20 Kilometer entfernten Felder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne dem Video einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video mit hoffentlich so einer geilen Lichtstimmung. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.